Die Literatur als Festival an der Beetebäuer Gemeng, den dafür da ist, Fried um Lesen zu vermitteln. Wir wollen uns echte Leute das Lesen anbringen, sie für das Lesen begeistern, für Bücher begeistern, aber wir wollen auch, dass sie die Autoren von den Büchern kennenlernen, dass sie können mit denen diskutieren können. Das ist eine Begegnung von Literatur mit den Leuten. S22 steht auch unter dem Motto Remix Europe, also Europa neu denken, Europa durchmischen. Wie kann ich das besser machen, wie auch über die Literatur, über die Texte, über das, was ich schreibe. Und davon wollen wir profitieren, auch zu Beetebüch, im Kader von Literatur, wenn wir einen Jugendliteraturpreis haben, wo viele Texte herkommen aus Europa, von Jungen aus der Großregion, von Jungen aus Portugal, aus Italien, von Kaunas. Das ist natürlich das, was wir wollen. Da können die Texte auch ein paar gut durchmischen, auch mit Hilfe von einer künstlichen Intelligenz. Und dann ist es ganz spannend, zu gucken, was kommt dann vom Text dabei heraus. Beetebüch ist natürlich auch bekannt durch seinen Märchenpark. Und am Märchenpark kommen wir einen ganz bekannten, der das als Ries, die Leute aus Santa Jure, jeder hat Erinnerungen, die mal am Park war, und der Ries, der den du lauch, als ob er geklotert, als vielleicht auf dem Hof gerutscht, und den Ries steht für den Park Merveilleux. Und wir haben uns immer gefragt, was möchte der Ries eigentlich die Zeit, wo keine Leute am Park sind, wenn nicht oben saß, geht noch Dresd. Und nun mal gedacht, wenn wir Literatur am Mittelpunkt stehen haben, im Jahr 2022, wäre es vielleicht auch eine gute Gelegenheit, der froh nachzugehen, was möchte der Ries, wenn er nicht am Park liegt. Und dafür wollen wir ein Projekt machen mit allen Generationen, wo jeder seine Gedanken, seine Ideen kann herabbringen, was der Ries dann möchte, wenn er nicht am Park ist. Und aus diesen verschiedenen Ideen, Geschichten, wollen wir eine Geschichte machen, der Ries geht auf Dresd. Das ist ein von unseren Projekten, das soll ein BD gehen, eine Geschichte gehen, das soll aber auch ein Parcours gehen durch unsere Gemeinde mit Stationen, wo der Ries dann unterwegs ist, wenn er nicht am Park ist.